Ja, Dankeschön an Jenny, Dankeschön an Verona. Liebe Karnevalsfreunde, wenn man eine Umfrage machen würde, was sind so die beliebtesten und bekanntesten karnevalistischen Gruppen, dann fällt mit anderem auch dieser Name. Und zwar sind sie jetzt hier, die drei Colonias. Bitte schön, Einmarsch. Und Freunde, wo sind die Hände? Die Sonnenbank, wann ist die Sonnenbank da oben noch? Aber du hast keine Fans. Seid ihr müde? Das ist ja klar, ihr seid ja nicht zu Hause. Vor euch steht der schönste Mann von Köln. Ja, jetzt können wir mal vorstellen, wie die anrufen. Ich musste mich heute beeilen, du. Ich komme gerade von meiner Freundin, weißt du, wo die wohnt? Nö. In Ecclesia Erotica City. In Ecclesia Erotica City, wo ist das denn? Das ist kein Latein, du Blödmann. Das heißt geile Kirchenstadt, bitte. Das ist sowas von blöd, der Typ, ehrlich. Ja. Haut sich jede Morgen Hammer vom Kopf, damit so Frühstück frische Hörnchen hat. Schau mal, hör mal, ich kann dir mal gerade den Unterschied zwischen einem Ballard und einem Hengst erklären, jo. Was willst du? Sein? Den Unterschied zwischen Ballard und dem Hengst, den kennst du nicht? Wieso kenne ich den Jungen? Nein, überhaupt nicht. Was? Nein, was sag mal. Ballard ist der Ehemann und der Hengst der Hausfreund. Ich sag ja, du hast keine Ahnung. Der Ballard und der Hengst, das sind beides männliche Pferde. Wir haben hinten zwischen den Beinen eine Hydraulik. Was haben die? Eine Hydraulik, so schwarze Dinge. Früher haben wir Pimmel gesagt. Beim Ballard ist Gehirn mit drin. Da, Herr Ballard. Macht sonntags morgens, macht immer die Kloschadnummer zu Hause. Seine Frau macht die Brücke und er legt sich drunter und pennt. Ach, Koller, da kommt der Angeber von der Toilette, der hat eben neben mir gestanden. Ich sag, wieso ist das ein Angeber? Das ist ein Angeber. Hinter. Der hat vier Knöpfe aufgemacht, einer hätte genügt. Ja. Wir müssen unseren neuen Zugang machen. Freunde, Franz! Meine Herren, nett von euch. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wir haben in Köln ein neues Gesetz ausgebracht. Das Festkomitee des Kölner Karnevals. Jede Gruppe muss eine ABM-Stelle besetzen. Franz! Das ist unser neuer Keyboarder. Der war gestern noch im Kinderfernsehen. Winter, Wuppis, Wunderwelt. So, jetzt! Der kleinste Keyboarder von Köln, Frankie Morava! Hallo Leute! Und ich habe einen Hit mitgebracht! Ich habe einen Hit mitgebracht! Schnauze! Oh yeah! Wann die Menge im Level, wer die Schütze können sehen, dann jeder den errennt und die Mösch, die wird vom König und mit Pauche hat mich dann der König. Jetzt, ne? Wir sagen, viele haben uns gefragt, wo habt ihr den gefunden? Es war vor Jahr im Sommer auf der A3. Ich bin Frankfurt. Wir fuhren gerade nach Frankfurt, war der angekettet an der Leitplanke. Ja, wir haben Singer-Hunk war in Urlaub gefahren.
ja, ich glaube, er wird schon wieder groß. Weißt du, was ein Düsseldorfer sagt, wenn er Viagra genommen hat? Ein Düsseldorfer, was der sagt? Was sagt er denn? Hoppedienst, ein Rache. Kennst du denn den Unterschied? Nee. Guck mal, hier vorne, hat der nicht einen schönen Bart hier, wa? Der hat einen schönen Bart. Meine Schwester hat auch einen, aber die sitzt drauf. Ihr weißt, warum im Düsseldorfer keine, wie heißt er nochmal? Viagra. Blondinen heiraten. Was? Warum Düsseldorfer keine Blondinen heiraten? Nee, weiß ich nicht. So blöd sind sie immer auch nicht. Ja, ich würde sagen, ich singe nochmal, würde ich auch sagen. Ich singe jetzt alleine! La 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 Was singt die denn? Das kenne ich auch. Das singe ich immer, du blöde Mann. So. Man müsste noch mal 20 sein und fleißig wie ein Bienchen. Dann brauchst du kein Viagra mehr, ganz Hückel wie ein Kaninchen. Hückel, ist das bei München oder wo? Jetzt ist Feierabend. Ich würde sagen, unsere Frauen haben ein neues Lied. Die begrüßen uns immer morgens um 5 Uhr, wenn wir nach Hause kommen von der Sitzung. Kommen wir denn nochmal nach Hause? Schön, dass du da bist, auch wenn du voll bist. Ich hab es dir nur auf dich gewahrt. Schön, dass du da bist, auch wenn du nicht klar bist. Ich hab schon Frühstück für dich gewahrt, ja. Ich hab schon Frühstück für dich gemacht. Und dann liegt meine Frau bereits im Bett. Ja. Weißt du, was die dann singt? Nee. Wenn ich ins Schlafzimmer komme, dann singt empfängt mich meine Frau mit einem Lied.